So, dann mal Versuch 2 auf unserem wunderschönen, uralten, verfickten Drecks-Netbook. Ich habe jetzt Android 5.1 mal, naja, 32-Bit Android x86 und wie bootet der Mist überhaupt? Der geht mir schon um den Sender. Und wir versuchen machen den nächsten Installationsversuch. Guck gerade mal, ich sehe gerade, der Bildschirm ist, glaube ich, falsch eingestellt. Das ist ein bisschen zu weit weg. So ist es besser zu sehen, definitiv für euch. So. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier mal. Ach du Scheiße. Sieht man schon, ne? Eieieiei, die ganzen Partitionen, die ganzen Partitionen durchgewichst. Ach du Scheiße. Ah, jetzt müssen wir erstmal hier. Ah, Disk. Eine Wunde gebitte nutzen. Okay. Anekido. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich hier auch noch. Ach du Scheiße. Frege Spatze. 100, 457. Ah. Okay, wir nehmen die jetzt mal. Ach, nervt doch nicht. Löschen, so. Wir sind ja jetzt auf der großen Festplatte, machen die leer und erstellen ein neues Format. Ein Linux-File-System. Können da wieder rausgehen. Müssen wir einmal neu starten. Ach ja, F9 nicht vergessen. Musste man mal eben die Festplatte hier mehr oder weniger leer powern. Können wir jetzt nochmal neu in den Installer starten. Ne, das ist ein Bildschirm ein Stück unterstellen. Das ist halt für euch ein bisschen zu unleserlich. So, jetzt haben wir hier unsere Scheiße. Flash Disk. Okay. Können wir das hier nehmen? Formatieren natürlich in NTFS. Bootloader installieren, warum nicht? Nein, wir wollen für Windows nichts erstellen, ist ja bereits Grub 2 können wir auch installieren. Formatieren, klar, ja. Lesen und schreiben, weil wenn wir Android haben, wäre das ein Problem, wenn wir Apps installieren wollen oder sonst was. Kann nicht installiert werden, da geht schon wieder gut los. Ich könnte mich jetzt schon wieder übergeben, ehrlich gesagt. Weil wir hier schon wieder Probleme haben, dass wir hier nirgendwo hinkommen. Ach, ich krieg doch einen Schlaganfall. Geht schon wieder gut los. Müssen dann wohl doch nochmal, ich wohl falsch partitioniert, habe ich gepennt. Ein bisschen. An die Flash-Disk wollen wir nicht, ja. Harddisk. Nein, ich will jetzt kein GPT nutzen. Was für was? Wieso? Ich will doch gar nicht. Ich möchte doch hier Partition modifizieren. Ha? So. Ja. Möchte ich hier. Löschen wir mir hier die Partition weg. So, Free Space. Schreiben. Yes or no? Ja, toll. Muss ich ja noch. Ja, toll. Englisch. Haha. Müssen wir hier die Festplatte auch noch leeren? Wir wollen das ja auch. Ne? Wir wollen ja ein GPT-Table schreiben. Ja, und wollen ja hier, wie man sieht, die Festplatte nutzen, NTFS-Format und möchten darauf installieren. Möchten Sie in SDA partitionieren, formatieren, richtig? Genau, wollen das auch als NTFS machen? Ja, NTFS, ja. 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 Kann nicht gemountet werden. Möchten Sie formatieren? Ja. Sage ich NTFS und dann formatieren? Sagt dann nein. Ist natürlich cool. Das ist, also Festplatte, mein Gott, bin ich denn doof? GPT-Format. So. Kann nicht gemountet werden. Gut. Dann machen wir doch hier. First Sector. Default-Einstellung. Name D. So. Linux-File-System ist auch richtig, oder? Schreiben. Schauen wir nochmal Yes. Oh, ja, man sollte Yes auch richtig schreiben, oder? Ja? Ah. Yes. So. Wenn wir Linux-File-System haben, ist das doch wohl richtig. Meine Güte, manchmal komme ich mir echt ein bisschen blöd vor. Ehrlich.
So, verifizieren der Diss-Data-Struktur. Ja, jetzt möchte ich aber hier raus. Wieso kann ich jetzt hier nicht? Ah, okay. Doch. Zum Installieren. Möchte ich die Festplatte nutzen? Kannst du auch auf NTFS umschalten. Okay, jetzt formatiert er. Weiß nicht, dass er schauen will. Bootloader installieren, okay. Nein, den zweiten lassen wir mal sein. Lesen, schreiben ist okay. Wäre schön, wenn er jetzt auch installieren würde. Erst ein paar Prozent haben wir gerade auch. Da habe ich nämlich, da habe ich dann wieder ein bisschen geschlampt. Da habe ich gerade, da war ich so doof und habe formatiert, aber es muss eine Partitionstabelle da sein, ne? Damit er überhaupt weiß, von wegen, ach, das ist ein Filesystem, ach, das ist gemountet, also das ist, es ist da, weil der hat es gar nicht gesehen. Ihr müsst das entschuldigen, das ist ziemlich, es ist dann doch schon wieder später, sehr spät, für mich jedenfalls sehr spät und ja, macht man dann so kleine Fehlerchen rein. Und wie gesagt, wir installieren jetzt hier mal Android 5.1, also noch voll funktional für die meisten Sachen, sodass man noch Apps und zum Beispiel Spiele oder so auf dem Ding, also ältere Spiele mal, ne, mal gucken kann, ob es funktioniert. Wir machen jetzt die Installation und wenn ein zweites Video kommt, deswegen sage ich nicht, es gibt ein zweites Video, aber wenn ein zweites Video direkt hinterher kommen sollte, dann könnt ihr davon ausgehen, dass wir mal testen, was geht überhaupt, was funktioniert überhaupt mit also Android 5.1, also generell auf dieser Hardware. Wohlgemerkt, müsst ihr auf Android x86 mal gucken. Es gibt auch sogar Android 2.2, 4.4, 5.1 bis Android 6 kriegt ihr auch Custom, also CM, ja, Cylogan Mode etc. Unter anderem auch für Asus und für IPCs. Ich habe jetzt trotzdem den Standard genommen. Jetzt geht das wieder so mit Prozent zurück. Ich finde das gruselig, wie das so aussieht. Gibt es sogar speziell für IPCs? Ja, ich lasse das jetzt aber 512 MB. Wir machen das nicht wieder auf 1024. Das wäre nämlich bescheuert. Gibt es ja noch extra spezielle Versionen für, ja, für IPC. Aber für IPC habe ich gerade gesehen Android 2.2 und Android 4.4. Und da bin ich so, also bei Android 4.4 ist so dieser Punkt, Android 4 ist tot. Also, ne, Android 4.4 ist definitiv tot. Also das, ne, ich glaube nicht, dass das was wird. Diesmal lassen wir das jetzt aber auch durchlaufen. Es gibt sonst zu sagen, Android ist halt ein Betriebssystem, was auf, mehr oder weniger auf Linux basiert, so wie Mac am Anfang natürlich auch. Dieses Grund-DOS-System etc., das sieht man jetzt bei den älteren Macs zum Beispiel noch, wenn man so ein älteres macOS installiert, hat man immer noch so eine DOS-Funktion, die komischerweise eigentlich gar nicht gegeben sein sollte, die aber dann noch da ist. Muss man jetzt auch mal sehen. Ich bin auch ziemlich verwundert, dass das Ding noch so gut läuft. Also von wegen, ich habe das Ding letztens aufgemacht. Also komplett auf, Tastatur raus, Display, alles ab. Und habe mich dann doch gewundert, wie wenig Staub. Also es war so gut wie, also Dreck war komischerweise gar nicht vorhanden. Der Lüfter war nicht zugestaubt. Es war eigentlich auch noch relativ sauber. Also man konnte mal vernünftig mit dem Pinsel durch das Ding hindurchfeuern und so. Aber ansonsten sieht das Ding von außen und innen noch aus wie neu, komischerweise. Mich dann doch gewundert, obwohl, wenn wenig in Betrieb und wenn es transportiert wurde, es ist ja noch so eine hübsche, so ein hübsches kleines Stoffteil, wo man die reinpackt. Da war das nochmal gut verpackt und gut weggepackt. Ja, aber wie gesagt, RAM ist ja neu, Festplatte wurde ja ausgetauscht gegen eine 500er, also gegen eine neue, weil die alte Wurst war. Und wie man sieht, steht das Ding höher, weil hier ist ein Power-Akku drin, also diese doppelt so breiten. Normalerweise steht es ja gerade und flach. Da ist jetzt so ein Power-Akku drin mit 7000 irgendwas, 7200 mAh, glaube ich. Ist das Ding, muss das Ding trotzdem am Netzteil lassen, weil der Akku jetzt, also das Ding jetzt 2 Jahre stand und das Ding war eigentlich so gesehen benutzt, bis es leer war und dann stand 2 Jahre. Das ist kein Wunder, dass nichts mehr mit dem Akku kommt. Aber wie gesagt, 7200 mAh Stunden Akku, so ein fetter, das steht das Ding richtig mit hoch. Aber das brachte halt eine Menge, weil das kapazitätstechnisch zum Original, glaube ich, mehr oder weniger das Doppelte gebracht hat. Und naja, aber wenn man jetzt sieht, wenn man selbst wenn man das Ding unter XP nutzt und installiert sich ein Chrome oder passend Firefox oder so, da ist ja selbst YouTube, es ist ja nicht mehr nutzbar. Das ist ja technisch auf einem so niedrigen Stand, dass das wirklich. Jetzt geht's aber los. Ja.
Das ist pervers. Das Schweinkram. Ja, aber die für nichts mehr funktional. Also, ne, heutzutage kriegt man auch, ne, diese Atom Quadcore-Gurken. Ja, aber selbst die sind ja, wenn man jetzt YouTube auf hat oder was, da sind die ja dann auch völlig mit beschäftigt. Aber nur zwei Fuller, die zum Beispiel was gucken. Oder man kann jetzt zum Beispiel so diese üblichen Sachen wie Kodi etc., damit kann man das super nutzen. Auch wenn wir hier zum Beispiel nur LibreELEC auf der Kiste installieren und dann, ne, Kodi nutzen für unser eigenes Media Center mit Einspielung von eigenen Daten, NAS-Systemen und so weiter, ist das natürlich noch super funktional. Aber das Problem ist unter anderem ein 10-Zoll-Display. Das ist schon die 10-Zoll-Variante. Es gab ja noch diese 7-Zoll-Variante. Aber die 10-Zoll-Variante zum Beispiel 10,1 Zoll, 1024 mal 600 Pixel. Nee, die geht gar nicht mehr. Doch, 1024 mal 600 Pixel, da brauchst du auch kein HD und nichts gucken. Und das bringt dir sowieso nichts mehr. Kannst du froh sein, wenn du Breitbild hast. Die Webcam hat hier ja 0,3 Megapixel und sobald du nicht am Tageslicht sitzt, ist das so krisselig, dass du nichts mehr erkennen kannst und so. Aber so klein und putzig ist es gewesen damals. Und das ist sogar die Windows 7 Starter Edition. Ja, das war schon was Besonderes. So, und jetzt muss ich mal kurz hier gucken. Machen wir aber ein Reboot und starten, weil wichtig, ne? Die Installation gilt ja erst, wenn wir das Betriebssystem gestartet haben. Wenn wir jetzt nochmal zur Einrichtung kommen, ist dieses Video erstmal beendet. Wenn wir zur Einrichtung kommen. Grab, ja toll, mehr steht da nicht, das ist nicht gut. Das gefällt mir jetzt gar nicht, dass da nichts passiert. Ich denke, was getan. Dann muss ich jetzt nochmal installieren, dann kriegen wir einen Krampf hier. Dann kriegen wir einen Schreikrampf hier. Hallo? Hallo? Ich hasse Netbooks. Ohne Witz, ich hasse Netbooks. Ich hasse Netbooks wie die Pest. Alleine deswegen hasse ich Netbooks. Weil, wie man sieht, es funktioniert nicht. Ja, klar. Ich brauche nur eine falsche Taste anpacken. Das war ja nicht die Austaste. Da muss ich unten hier so einen Nippel ziehen. Da sieht man es schon wieder. Deswegen hasse ich Netbooks. Weil das jetzt schon wieder null funktioniert, die Scheiße. Es funktioniert wieder überhaupt nicht. Das ist dieses typische, es gibt nicht diesen Vorführeffekt, dass alles funktioniert. Nein. Ja, gibt es nicht. Na, es wird partitioniert hier. So, jetzt will ich nochmal neu installieren. Ja, installieren. Ja, ich glaube, das Problem war, dass ich den Grub 2 nicht installiert habe. Ja. Ach Gott, das ist eine Frickelei. Macht sowas nicht zu Hause. Jetzt mal ganz im Ernst. Spart euch das. Installiert euch die Scheiße bloß nicht. Ich kriege ja jetzt schon wieder Krämpfe, Alter. Ich guck mal kurz auf die Videozeit. Schon wieder 13 Minuten. Ne? Ich quatsche mundfusselig für nix und mehr nix. Ach ja, dann jetzt habe ich mir... Ne, das muss ich euch auch erzählen. Das ist witzig. Ich habe mir jetzt hier ein Glas Cola eingeschüttet. Habe mich richtig auf Glas Cola gefreut. Schön kalt aus dem Kühlschrank. Ja. Und... Das werdet ihr nicht glauben. Jetzt habe ich gerade eine Fliege erschlagen und die Fliege landet direkt zerklatscht in meiner Cola und die Flügel und alles einzeln in meiner Cola. Das brauche ich auch nicht mehr trinken. Die fische ich garantiert nicht mehr raus. Das ist ja ekelhaft. Da kann ich mir gleich nur das Glas Cola holen. Scheiße, ehrlich. Ey. Ja, nee, warte mal. Ja, die Sache ist, dass ich... In Sachen User Data, ich kann noch nicht mal sagen, ich möchte das nicht, sondern ich muss das machen. Oh, das geht aber jetzt flott. Interessant. Die Sache ist, mir bleibt nichts anderes. Ich muss ja diese Datei schalten, weil ich ja gar keine andere Chance habe, um die User Data zu speichern. Bleibt mir ja gar keine andere Möglichkeit, so gesehen, oder? Oh, toll, das läuft ja. Mir bleibt ja gar keine andere Möglichkeit. Oh, wir haben hier dieses wunderschöne Android-Schild. Weil mir bleibt ja gar nichts anderes, als zu sagen, ja, generell, ne, von wegen hier Passwörter, ja, WLAN-Passwort und hier Einstellungen, alles Mögliche. Wenn ich was umstelle, muss das hier alles gegeben sein. Jetzt müsste ich aber auch problemlos den Stick hier eigentlich. Das ist ein geiler Stick, oder? Dieser Stick hier hat 940 MB und ohne Witz, dieser Stick hier ist aus 2006. Und der läuft immer noch. Und diesen tollen Stick, den habe ich, glaube ich, schon erzählt. Ich hatte mir einen 256 GB ebenfalls USB-Stick gekauft von Samsung. Und ja, den hatte ich jetzt ein paar Wochen in Gebrauch und der ist durchgeschossen.
Und ich habe noch nie einen USB-Stick reklamiert. Ich habe noch nie einen USB-Stick reklamiert, aber dieser USB-Stick, ja, dieser nagelneue, den werde ich reklamieren. Da könnte man ganz sauber von ausgehen, dass ich das mache. Da könnte man glauben, der wird reklamiert, meine Freunde. Der wird reklamiert. Was mich ärgert, ist, dass da nur Android steht. Weil man damals war deswegen so, da hatte man Android und dann macht er das so. Oh doch, das tut es jetzt auch sich gerade. Es geht so. Hell, dunkel, dunkel. Das sieht man durch die Kamera gar nicht. So wusch wird's hell und dann wusch wird's dunkel. Aber ganz langsam. Damals war das so richtig wupp, wupp, wupp. Jetzt nicht. Ja, okay. Festplatte hat kurz gearbeitet, so wie vorhin noch kurz gearbeitet, jetzt wäre nicht. Okay. Also, wie gesagt, wenn wir bis zur Einrichtung kommen, dann haben wir Teil 1 beendet. Dann gucke ich mal, ob ich das eingerichtet kriege. Und wenn ja, ob es läuft und wie es läuft. Android 5.1 war nicht annähernd so hungrig wie Android 7, 8 und so weiter, was halt heutzutage aktuell ist. 6, 7, 8. Und ich weiß gar nicht, welches es halt noch gab. Gab da noch so eins. Wie hieß denn das? X? Android Go gab es auch noch. Das wäre so eine Art Light-Variante für Billig-Handys, oder? Ich glaube, das war so eine Billig-Variante. So eine Light-Variante für Billig-Handys, die nicht so viel Leistung haben. Kannst du jetzt bitte hochfahren? Mir geht das auf den Sender. Jetzt sehe ich das aber auch deutlich, dass sich das da bewegt. 2 GB RAM und ein Kernprozessor. Allerdings ein Intel-Prozessor und ein anderer Prozessor. Wenn man das rechnet, ist das ja vergleichbar mit so einem, ja, mit so einem Aldi-Handy. Oder? Rein theoretisch ist es doch so, ja. Ne? Also ich muss sagen, Android 7 ist aber schneller hochgefahren oder fährt das jetzt gar nicht hoch hier? Mehr, fährt das jetzt überhaupt nicht hoch oder kommt da jetzt noch was oder nicht? Ist ja eine Hochfahrphase wie im alten Heim hier. Zwischendurch raspelt mal kurz die Festplatte, aber sonst passiert nichts. Ah, das ist ein schlechtes Zeichen. Das gefällt mir aber gar nicht. Ja, überleg mal, du musst einen Rechner auffahren, muss hier und dann sitzt er da und wenn das Ding hochfährt, dann dauert es so 10 Minuten, bis die Schlüssel mal hochfährt. Das ist ja null funktional. Oh, das Display hat gerade irgendwie ein bisschen Helligkeit. Eingebüßt würde ich nicht sagen, aber umgestellt. Jetzt fängt die Festplatte auch wieder an zu raspeln. Schreckliches Geräusch. Ich wusste gar nicht, dass Festplatten so laut waren. Vor allem SATA 2 Festplatten sind eigentlich gar nicht so laut, oder? Aber jetzt raspelt auch die Festplatte rum. Ah, und wir sind am Einrichtungsassistenten. Mal gucken. Oh, unsere Maus funktioniert. Gut, in diesem Sinne haben wir erstmal die Installation fertig. Ich werde mal gucken, ob es funktioniert oder nicht. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, wo ich ein anderes Android installiere. Oder wenn das hier funktioniert, sehen wir danach mit ein bisschen Spielen oder Apps mal rein. Ob es funktioniert und wenn ja, wie gut, wenn überhaupt. In diesem Sinne, bis demnächst.